Was geht ab, meine Z-Fighter Hose hier und heute zum Team Rating Video Nummer 56. Vielen lieben Dank auch für die Einsendung diese Woche. Falls ihr wissen wollt, wie ihr dran teilnimmt, der Link dazu ist in der Beschreibung. Und ihr wisst ja, seit letzter Zeit nutze ich gerne die Team Rating Videos, den Anfang dazu und auch die Titel, um euch quasi ein kurzes Statement zu geben oder ein kleines Update. Und in letzter Zeit gab es eine Frage, eine berechtigte Frage, nämlich: Ey, Osoro, wo schaust du eigentlich den Dragon Ball Super Broly Film? Freunde, den Film werden meine Jungs und ich uns ansehen am 29. Januar. 20.15 Uhr Vorstellung sollte das sein. In Stuttgart, Stuttgart Liederhalle im Cinemax. Heißt, wenn ihr mich dort antrefft, wenn ihr mich dort seht, keine Scheu, spricht mich an. Ich nehme euch auf jeden Fall für euch ein bisschen Zeit. Wir machen, ja, unterhalten uns ein bisschen, machen ein bisschen Faxen. Ich bin auf jeden Fall auch gehypt dann auf den Film. Wir werden uns dann quasi den Film ansehen. Und deswegen, da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Heißt, wenn ihr mich seht, Freunde, wirklich keine Scheu, kommt auf mich zu und dann nehmen wir uns da ein bisschen Zeit. Alles kein Thema. Jedenfalls gucken wir uns mal jetzt das erste Team vom heutigen Team-Rating wieder an. Es ist von A. Lieben Dank für die Einsendung. Und zwar schreibt ihr uns Hashtag Team Osoro. Hier ist mein Dream of Gods Team. Sollte ich Blue Evolution Vegeta vielleicht austauschen? Und wenn ja, für wen? PS, kann sein, dass meine Charakterbox nicht ankommt, da ich nicht verstanden habe, wie man mehrere Bilder tut. Haben wir auf jeden Fall hinbekommen. Alles gut, Dankeschön für die Einsendung. Und zwar haben wir hier ein Dream of Gods Team. Ja, alle Charaktere gehören dementsprechend zum Leader Skill. 6 von 10 Punkte, 7 von 10 alle sind Max Level, 8 von 10 alle sind Max Awake. Warum überlege ich so lange? Die Frage war ja, ob er Evo Vegeta raushauen sollte. Und muss vorerst eigentlich überhaupt nicht sein. Evo Vegeta kann man auf jeden Fall im Dream of Gods Team spielen. Aber schauen wir uns mal an, welche Charaktere du noch hast. Denn nämlich, ich sehe schon einen 100% Strength Godko. Und ich denke, ich stelle dir jetzt schon mal die Frage. Ich werde nämlich gleich ein paar Alternativen setzen. Aber damit du sie vielleicht mal für dich selbst beantworten kannst. Wieso hängst du an einem Strength Godku? Das ist die andere Frage. Oder beziehungsweise das ist die Frage an dich, denn dein Evo Vegeta hat zwei Dupes. Also den würde ich auf jeden Fall im Spiel lassen. Aber, jedenfalls, die eine Rotation, die lassen wir auf jeden Fall so, wie sie ist. Strength Rose in einer Rotation mit LL Goku Black. Ui Goku ist unser Leader, ganz klar. Topo als Supporter rein und raus rotieren. Heißt, wir suchen hier entweder einen Partner für Ui Goku oder bauen uns eine andere Rotation. Ich denke, in diesem Setup spielst du dein Strength Godku mit Ui Goku. Das kannst du auf jeden Fall machen. Wir wissen, die Linken sind auf jeden Fall sehr gut. Zusätzlich haben sie Godly Power. Fierce Battle, The First Awaken Over the Flash. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Rotation. Kann man auf jeden Fall spielen. Würdest du eben Evo Vegeta rein und raus rotieren. Wäre nicht schlimm. Das würde auf jeden Fall auch seinen Job erfüllen, sage ich mal. Aber ich nenne mal ein paar Alternativen. Denn du hast zum einen LR Vegito Blue auf 100% und ein Tech Vegito Blue auf 55%, sage ich mal. Du könntest auch, man kann auch auf jeden Fall Tech Vegito Blue in eine Rotation spielen mit Ui Goku, denn sie haben dann quasi an der Stelle Over the Flash, Fierce Battle und Kamehameha sollte das sein. Kann man auf jeden Fall machen, so ist es nicht, aber da dein Tech Vegito Blue, sag ich mal, keine Dupes hat, könntest du vielleicht auch auf dein LR Vegito Blue, der auf 100% ist, zurückgreifen. Wenn du das machst, dann würde ich aber nicht Ui Goku mit LR Vegito Blue in eine Rotation spielen, nämlich Evo Vegeta mit LR Vegito Blue. Sie hätten dann quasi Prepare for Battle, Super Saiyan Warrior Gods, wäre auf jeden Fall eine schöne Rotation. Die Charaktere, die dann rein und rauskommen, hätten Fierce Battle für Evo Vegeta. Also das könntest du machen, das wäre eine Alternative. Müsstest aber dann Strength Godku raushauen. Und deswegen habe ich dir die Frage gestellt, wie sehr hängst du an einem Strength Godku? Genau, also das Setup von dir passt auf jeden Fall. Kann man so spielen. Ich würde, sage ich mal, auf LR Vegito Blue zurückgreifen, wenn ich würde. Beziehungsweise wenn ich könnte. Ich würde auf LR Vegito Blue zurückgreifen. Ich würde Strength Godku raushauen, auch wenn er sich gut linkt mit, beziehungsweise einen extra Link gibt, The First Awakening for Goku. Aber du hättest quasi ein LR Vegito Blue Rotation mit EO Vegeta mit zwei Dupes. Also die Rotation ist auch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und genau. Also ab davon, wenn du trotzdem sagst, nee, ich würde Strength Godku gerne behalten, dann könntest du EO Vegeta raushauen. Oder Topo, wobei einen Supporter würde ich drin lassen. Muss nicht unbedingt sein, so ist es nicht. Du kannst auch Topo raushauen, wenn du Bock hast und dann quasi einen anderen Charakter reintun. Sei es LR Vegito Blue zum Beispiel. Ein Supporter muss nicht unbedingt sein, Freunde, so ist es nicht. Aber in dem Setup würde ich es auf jeden Fall so lassen, wie es ist. Entscheidung liegt dann bei dir. Kannst du auf jeden Fall wissen lassen, wie du dich entschieden hast. Man hätte natürlich auch die Wahl wie ein Jiren. Jiren kann man auf jeden Fall auch mit Ui Goku in der Rotation lassen oder den Super Saiyan Goku AGL. Aber ja, vorerst würde ich da eher auf LR Vegito Blue zurückgreifen, sage ich mal. Und das wäre eigentlich alles, was ich so sagen könnte. Wie gesagt, würde mich auf jeden Fall interessieren, für was du dich letztendlich entschieden hast. Genau. Und es hat die Frage, ich weiß, wenn man einen 100% Charakter hat, ist halt die Frage, wieso hängt man an ihn, will man ihn unbedingt spielen? Ich kann es verstehen. Aber ey, wenn du ihn spielen willst, mein Freund, dann spiel ihn einfach. Dann passt dein Szenario auf jeden Fall. Dein Setup passt dann auf jeden Fall. Ihr wisst ja, ich mag es mehr, wenn man quasi seinem Team einen individuellen Touch gibt. Deswegen passt das auf jeden Fall. Aber kommen wir zum nächsten Team. Das nächste Team ist von Blindbot05. Lieben Dank für die Einsendung. Und zwar schreibt er uns: Hashtag Team Osoro,
Wer ist sein Hass Dragon Ball Charakter? Easy, Yamcha. Yamcha mag ich gar nicht. Jedenfalls haben wir ein Fusion Team. Jedes gewisse Fusion Charaktere bekommen Boots, aber auch Physische Charaktere. Dementsprechend passt das. 6 von 10 Punkte. Alle sind Max Awaked, Max Level 4 im Status. Richtig, das sind sie. 8 von 10 Punkte. Wir haben ja ein Gotenks auf 100% Free to Play. Aber auch wenn er auf 100% ist, würde ich ihn ersetzen für einen anderen Charakter. Nämlich gucken wir uns das Ganze mal an. Aus deinem Fusion-Charakter hast du alles richtig gemacht. Du hast deine besten Charaktere reingeklatscht. Wir haben LR Gogeta, dreifachen Gotenks physisch. Seedenks haben wir am Start. Super Gogeta, das ist sehr gut. Dann hast du noch den 100% Free-to-Play Gotenks. Ist halt auch hier die Frage, wie sehr hängst du an ihn. Aber ich glaube, es ist ein Charakter, auf den kann man verzichten. Heißt, von deinem physisch rein würde ich dir vielleicht empfehlen, dass du reinklatschst C17. Rein- und raussortieren, warum nicht? Supporter, Key plus 3 für jeden defensiven Boost. Kann man auf jeden Fall mitnehmen, so ist nicht. Und wenn du nicht unbedingt einen Supporter willst oder auf einen Supporter Bock hast, sondern eher auf einen anderen Charakter, der ein bisschen, sage ich mal, Schmackes mitbringt, in Rotation Schaden macht, dann kannst du auch für Vegito Blue entscheiden. Der Links mit den Fusion Charakteren ja gut, aber auch natürlich mit LR Gogeta, weil er auch Prepare for Battle hat. Und LR Trunks will ich drin lassen als LR Charakter, auch wenn er nur 90% kriegt, der macht seinen Job auf jeden Fall auch gut. Du kannst ihn rein und raus sortieren, so ist nicht. Du kannst ihn auch mit LR Gogeta in Rotation lassen, wobei ich eher, bin ich ehrlich, LR Gogeta mit Super Gogeta in einer Rotation halten würde, weil sie den besseren Boost bekommen. In der anderen könntest du Super Saiyan 3 Gotenks mit Seedenks lassen. Die Sache ist, LR Trunks bzw. Gotenks, der Super Saiyan 3 hat kein Prepare for Battle, deswegen ist es schwer, LR Trunks mit ihm zu lassen. LR Trunks könnte man mit Seedenks lassen, muss aber nicht unbedingt sein. Heißt, wenn du LR Trunks in diesem Team rein und raus rotierst, machst du auch nichts falsch. Und wie gesagt, wenn du C-Sitze mit reinnimmst, kannst du ihn auch rein rotieren. Wenn du Vegito Blue mit reinnimmst, könntest du ihn sogar mit Super Saiyan 3 Gotenks in einer Rotation lassen. Das würde auch funktionieren, auch wenn du nur 90% kriegst, aber Vegito Blue physisch macht dann seinen Job, sage ich mal, auf jeden Fall solide, sage ich mal. Ich glaube, das waren zu viele, sage ich mal. Egal, sage ich. Weiter geht's mit dem nächsten Team von Majin Yuri. Majin Yuri, lieben Dank für die Einsendung. Und zwar ist unser Boy mit dem MVP 17 Profilbild. Hashtag Team Ozu, hast du Verbesserungsvorschläge für mein Dream of Gods Team? PS, weil dein Videos macht weiter. Also vielen Dank für das Kompliment. Und Sami, wie auch ein Dream of Gods Team. Wir haben alle Charaktere in dem Leader Skill. 6 von 10 Punkten. Wir haben auch wieder 100% Chef Godku. Jedenfalls sind alle Charaktere Max Awakened, Max Level für ihren Status. Wir sind auf Global richtig. Easy Abirus gibt es doch nicht. Richtig, wir sind auf Global. Deswegen passt das Feuers. Also 8 von 10 Punkten. Ja, gucken wir uns mal die Charakterliste an. Denn eine Charakterliste gibt auf jeden Fall viel mehr her. Ich lasse mal ganz kurz zeigen. Dann sage ich euch quasi die Setups, die ich mir überlegt habe. Ist ein bisschen ähnlich zum ersten Team. Ist vielleicht ein bisschen verwirrend erstmal. Aber erstmal durchatmen. Du hast auf jeden Fall einen Strength Goku und LR Goku Black. Die hältst du auf jeden Fall in der Rotation. Dream of Gods, die Freunde, das ist ein Stammkader. Die gehören zum Stammkader. Wenn ihr die zwei Charaktere habt, packt die sie rein. Dann haben wir Rotationscharakter mit Topo rein, rausdrückt den Supporter. Macht seinen Job auf jeden Fall gut. Jetzt, wie gesagt, eigentlich wirklich ähnlich wie zum ersten Team. Wie zur ersten Anfrage, deswegen rate ich das mal ganz kurz runter. Ist halt die Frage, wie willst du deine Zeitrotation halten? Willst du Uigoku mit Tech Vegito Blue? Kannst du machen. Wenn nicht, kannst du LR Vegito Blue reintun. Frage ist, willst du sie mit Uigoku reinhalten? Sie haben nur Prepare for Battle, eher nicht. Dann könntest du LR Vegito Blue mit EO Vegeta zum Beispiel in deiner Rotation spielen. Hier ist jetzt die Frage, wie sehr hängst du an einem 100% Chef Godku? Wenn du ihn unbedingt spielen willst, lass ihn drin, alles gut. Dann kannst du ihn zum Beispiel in der Rotation halten mit Uigoku, 4 Linkskills, haben wir gedeckt, kann man auf jeden Fall so machen. Und dann kannst du einen anderen Charakter rein und raus rotieren, sei es jetzt entweder Evo Vegeta, Elevito Blue, tralala. Jedenfalls habe ich noch Jiren Super Saiyan Goku, die kann man auf jeden Fall auch in der Rotation halten mit Uigoku. Jiren vor allem hat Tournament of Power, fies Battle und Godly Power, kann man auf jeden Fall mit Uigoku in der Rotation halten, so ist nicht. Oder der Super Saiyan Goku würde es auch tun, der hat der Prepare for Battle, verliert es, dann bekommt Over the Flash, aber Uigoku hat auch beides, deswegen würde das passen. Heißt, langer Rede, kurzer Sinn, wirklich sehr ähnlich wie zur ersten Anfrage. Vom Setup her wollte ich einfach mal in dem Million of Gods Setup oder Team eingehen und euch verschiedene Alternativen nennen. Deswegen habe ich den Graphen hier gezeigt und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen. Wie gesagt, auch wie in jedem anderen Team müsst ihr gucken, wie ihr eure zwei Rotation bildet. Wenn ihr Strength God oder Goku Black habt, auf jeden Fall rein, ist im Stammplatz. Die anderen müsst ihr euch überlegen, da macht ihr wirklich nichts falsch. Da könnt ihr sowohl Uigoku mit Tech Vegito Blue spielen, wenn er bei euch Dupes hat. Ihr könnt LR Vegito Blue spielen mit Evo Vegeta, tralala, Strength Godku mit Uigoku und. Haben uns alles gerade angesehen, dementsprechend. Genau. Falls ihr euch fragt, wie sieht denn aber jetzt mal so das kranke, ein krankes Stream of Gods Team aus? So frei Kopf auf JP-Status. Uigoku Leader, aber den Boy tun wir rein und raus rotieren. Denn wir haben Tech Vegito Blue und Gogeta Blue in einer Rotation. Diese Rotation ist brutal auf JP. Und dann haben wir den anderen LR Goku Black mit Strength Rosé und als Supporter Topper zum Beispiel oder irgendeinen anderen Dream of God Supporter. Das ist ein richtig geiles Setup, so in meinen Augen, sage ich mal. Aber das ist auf JP.
Genau, jedenfalls kommen wir zum letzten Team von heute. Das letzte Team ist von Ruben9.0. Lieben Dank für die Einsendung. Und zwar fragt er uns, das sieht ein bisschen komisch aus, wir machen das Ganze mal so. Das ist mein Pure-Sane-Team, bist der Beste und dein Video ist geil. Lieben Dank für das Kompliment. By the way, war dieses Geräusch, was ich vorhin gemacht habe, ist übel komisch, aber... Jedenfalls, wir haben hier ein Pure-Sane-Team. Sehr schönes, sehr schöne Rotation mit LR Goku und LR Vegeta. Alle Charaktere gehören zu dem Leader-Skill, 6 von 10 Punkten, also Max Level, Max Awaked, 8 von 10 Punkte. Dann gucken wir uns hier erstmal seine Charakterliste an. Und folgende Charaktere hat er da. Ich sag mal... Evo Vegeta auf 90%, sehr schön. Ich sag mal folgendes. Diese Rotation LR Super Saiyan Goku und LR Majin Vegeta ist die beste Rotation, sag ich mal, in einem Pure Saiyan Team. Eine der besten, also wenn nicht sogar die beste, sag ich mal. Die andere Rotation, die rankommen würde, würde LR Broly mit Evo Vegeta, aber LR Goku und LR Dreifacher Goku und Majin Vegeta, die linken sich so nice. Over the Flash hätte Limits in Key plus 5 und LR Goku braucht seine Key. Haben noch Super Saiyan Legendary Power, also die Zeit in einer Rotation im Pure Saiyan Team ist richtig gut. Deswegen gefällt mir das. Was du dann gemacht hast, ist, du hast quasi einen Partner für dein Evo Vegeta gesucht, hast aus deiner Charakterliste Uigoku genommen, ist nicht verkehrt, denn dein Uigoku hat 2 Dupes, wie ich sehe. Sie hätten dann quasi Tournament of Power, Prepare for Battle und Fierce Battle. Du hast wahrscheinlich gedacht, okay, das ist in Sachen Angriffslink-Skill ein bisschen wenig, deswegen nehme ich mein 100% Kalten Goku Blue rein. Hast du richtig gut gemacht, denn 100% Kalten Goku Blue gibt ihr dann, wenn er in der Rotation reinkommt, mit Evo Vegeta eben Super Saiyan hinzu und Warrior Gods. Das ist wirklich sehr cool, dass du dir den Gedanken dazu gemacht hast, falls sie so waren, aber ich gehe sehr stark davon aus, also Props an dich. Und hast gesagt, weißt du was, ich habe da noch 2 LR drin, ein Supporter würde den Schaden, klatsche einen Super Saiyan Bardock rein mit Saiyan Pride für Majin Vegeta als Zusatz noch dazu. Alles richtig gemacht aus seiner Krankenliste, wo ich dann quasi noch Ausschau gehalten hatte, war vielleicht ein LR Broly, also ein Krankenszenario wäre Evo Vegeta in der Rotation mit LR Broly, die Rotation ist nice und dann hättest du zum Beispiel noch Thales als Rotationscharakter rein und raus rotieren und noch einen anderen Supporter, aber... Die Charaktere habe ich eben nicht gefunden, sag ich mal. Ah, Geld hast etc. Nicht schlimm. Hast dennoch aus deinen Charakterlisten meiner Meinung nach das Beste gemacht. Dementsprechend würde ich einen extra Punkt geben. Heißt 9 von 10 Punkten für dein Team-Setup. Und so viel wäre es eigentlich auch zu dem Team-Rating-Video von heute, Freunde. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Wir sehen uns dann auf jeden Fall das nächste Mal. Sei es vielleicht den einen oder anderen dann auch im Kino. Macht's gut, Freunde. Viel Spaß die Tage. Wir sehen uns. Peace.